So, da sind wir schon wieder zurück. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop, neuer Stream. Stream wird, denke ich mal, wir haben jetzt kurz nach 4, ich denke mal so spätestens um 4:30 anfangen. Aber kurze Info, ihr seht es unten rechts, immer noch 50 Zuschauer. Wir hatten gestern, ungelogen, 49 Zuschauer. Wären zwei Leute nur gleichzeitig mehr da gewesen, hätte ich halt für an euch einen Skin rausgehauen. Aber es waren halt wirklich nur, in Anführungszeichen, nur 49 Zuschauer. Aber natürlich trotzdem Dank an jeden, der dabei ist. Und auch natürlich an die ganzen Subs, die jetzt verschenkt wurden. Danke nochmal an Monkey und Moritz. Meine Güte. Aber mein Angebot steht immer noch. Wenn ihr heute im Stream dabei seid und wir knacken den Zuschauerrekord und ihr seid Sub bei mir auf dem Kanal, wie gesagt, es wurden inzwischen über 40 Subs schon verschenkt, dann verlose ich halt hier den Skin für 800 V-Bucks oder auch den Eisbrecher oder auch das oder auch das oder auch das. Und natürlich alles, was um 800 V-Bucks Bereich ist. Also wenn man den Skin nicht haben will, kann man sich auch hier Erntewerkzeuge, Lackierungen etc. pp. Aussuchen. Also einfach in der Videobeschreibung vorbeischauen, da mir gerade ein Follow da lassen und dann gleich im Stream dabei sein bei Twitch. Und ich denke mal, spätestens am Wochenende vermute ich wirklich, dass der Rekord geknackt wird. Und wenn er natürlich dann nochmal geknackt wird, bekommt ihr natürlich wieder einen Skin. Also es lohnt sich auf jeden Fall zwischendurch mal vorbeizuschauen. So, was machen wir zurzeit im Stream? Grundsätzlich erstmal nur Custom Games, weil wir wissen ja, die Season ist durch. Es kommen auch keine neuen Aufgaben. Ich war nämlich gerade extra noch, deshalb habe ich so lange gewartet mit dem Video. Wo sind wir? Hier aus Herausforderungstisch. Es passiert nichts mehr. Es kommen noch nicht mal neue Aufgaben. Obwohl alles verschoben wird und hast du nicht gesehen, ihr seht ja schon, das Event wurde wieder um eine Woche verschoben. Die Season wurde auch wieder um eine Woche verschoben. Man kann natürlich jetzt rummeckern, aber man weiß selber nicht, wie die Richtlinien in Amerika sind. Bei Epic selbst können die das nicht über Homeoffice machen, müssen die sich treffen. Da bin ich halt selber nicht genug informiert, sage ich jetzt mal. Und ich denke mal, hier draußen in Anführungszeichen auch keiner. Also ich denke mal nicht, dass sie sich das Geld entgehen lassen und den Battle Pass einfach verschieben, weil davon haben sie ja nichts. Sie haben ja keinerlei Vorteil, im Gegenteil, sie machen nur Minus zurzeit, weil hätten sie schon längst einen neuen Battle Pass rausgehauen, würden viel mehr Leute wieder Fortnite spielen, viel mehr Leute würden Skins kaufen, viel mehr Leute würden Battle Pass kaufen. Also nicht meckern wird wohl schon seinen Grund haben, weil aus finanzieller Sicht macht Epic da sich gerade absolut gar keinen Gefallen mit. So, was die Rette die Welt-Spieler betrifft, heute wieder keine V-Bucks-Mission. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Also das kriegen sie ja wohl eigentlich noch hin. Aber mir kommt es langsam so vor, als wären die ganzen Programmierer alle krank oder sind gekündigt worden. Keine Ahnung. Also im Spiel passiert derzeit rein gar nichts. So, das würde ich sagen, war es auch schon wieder mit dem Infovideo, weil mehr ist eigentlich jetzt so nicht zu sagen. Wie gesagt, Skin-Verlosung jederzeit bei mir im Livestream, allerdings natürlich auf Twitch. Gern halt in der Videobeschreibung abchecken, gern ein Follow dalassen, gern auch ein Like auf das Video dalassen. Und in dem Sinne würde ich sagen, bis gleich.